Willkommen, Freunde. Ihr denkt, dass ihr bereits alles gesehen habt und man euch nicht mehr überraschen kann? Dann schaut euch unseren heutigen Film an. Wir garantieren euch, dass ihr etwas Neues und scheinbar Unglaubliches erfahrt. Zeuge der ungewöhnlichen Ereignisse wurde der 58-jährige Ingenieur und Hobbyfotograf Sam Davis aus Maryland in den USA. An einem Sonntagmorgen fuhr Sam wie immer in das Umland, um in der Natur zu fotografieren. Der Mann konnte nicht ahnen, dass er die umwerfende Aufnahme eines Aals machen wird, der sich aus dem Hals eines Reihers herauswindet, der ihn einige Minuten zuvor gefangen hatte. Davis teilte sein ungewöhnliches Foto auf Instagram. Auf dem Foto kann man sehen, wie der Aal den Kopf des fliegenden Blaureihers durchbohrt. Ich hatte mich im Unterstand eingerichtet, um Füchse, Adler und alles, was mich interessieren könnte, zu fotografieren, sagte Sam. Da waren plötzlich zwei junge Adler, die die schwierige Lage des Reihers gesehen hatten und ihm folgten. Ich nehme an, sie haben Futter gewittert. Zunächst dachte ich, dass eine Schlange oder ein Aal den Reiher in den Hals gebissen hatte. Als ich nach Hause kam und die Fotos bearbeitete, sah ich, dass dies ein durch den Hals hindurch gedrungener Aal war. Ich sah seine Augen. Er lebte noch. Sam fügte hinzu, in dem Naturschutzgebiet sagten sie, dass sie nie zuvor etwas Ähnliches gesehen hätten. Das ist ein irgendwie makabres Foto. Da war auch noch ein Fuchs, der spürte, dass der Vogel in Not war. Er verfolgte den Reiher und ließ die Adler nicht aus den Augen. Was ist also geschehen? Und wie konnte dies geschehen? In einer Untersuchung, die in diesem Jahr veröffentlicht wurde, entdeckten Wissenschaftler die ersten Beweise dafür, dass spitzschwänzige Aale die Magenwände von Raubvögeln durchstoßen können. Spitzschwanzaale sind eine Familie der im Meer lebenden Strahlenflosser aus der Ordnung der Aalartigen, die einen großen Teil ihres Lebens damit verbringen, dass sie sich im weichen Sand auf dem Meeresgrund verstecken. Sie können bis zu 213 cm lang werden und ihre scharfen Schwanzflossen bilden über die Hälfte der Körperlänge. Da Raubvögel diese Fische recht häufig lebend verzehren, haben sie gelernt, sich auf eine brutale Flucht zu begeben, indem sie ihre scharfe Schwanzspitze einsetzen, die eigentlich für das Aufwühlen des Bodens am Grund vorgesehen ist. Mit ihr bohren sie sich durch die Magenwände eines Raubvogels, um dem Verdauungsprozess zu entgehen. Wissenschaftler aus dem Museum von Queensland entdeckten ein solches Verhalten beim Fang von Fischen in den Gewässern Nordaustraliens. Sie fanden überlebende Aale, die in den Körpern einiger Fische gefangen waren. Die meisten Tiere graben sich mit dem Kopf voran ein. Die Spitzschwanzaale aber nutzen ihre harte Schwanzspitze, um sich direkt in das weiche Meeressubstrat einzugraben, erzählt der Autor des Artikels Jeff Johnson der Zeitung The Guardian. Wenn sie verschluckt werden und ihnen das natürlich nicht gefällt, nutzen sie einfach den gleichen Mechanismus, um sich durch die Magenwand zu bohren. Dies ist ein sehr merkwürdiger Vorgang, aber unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass dies keine Seltenheit ist, fügt er hinzu. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass andere Arten von Spitzschwanzaalen gleichermaßen vorgehen. Dabei werden auch andere Arten von Raubvögeln, die sich auf Aale spezialisiert haben, mit dem Durchbohren konfrontiert. Das weitere Schicksal unserer Hauptfiguren? Der Aal fiel auf das Ufer und fand dann seinen Weg ins Wasser. Der Reiher landete in der Nähe und ging wieder auf die Jagd. Sam hofft, dass mit ihm alles in Ordnung ist und er nach der unglücklichen Jagd nicht zu stark gelitten hat. Und was denkt ihr, was mit dem Reiher weiter geschehen ist? Schreibt darüber bitte in den Kommentaren. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.